Hey, Robbe hier und heute geht's mal um Mythen in Clash Royale. Und bevor ihr euch wundert, warum ich auf 584 Pokalen runtergegangen bin, es war dafür einfach nötig, dass ich runtergehe. Und es geht mir nicht darum, gleich Spiele zu spielen und zu sagen, boah, ich gewinne hier jedes Spiel, ich mache nur 3 Kronsiege, mega geil. Nein, darum geht's gar nicht. Ich möchte gar keinen wegbashen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte euch eigentlich zeigen in diesem Video, dass es einfach nur scheiße ist, asozial ist und einfach auch nichts bringt, sich droppen zu lassen, um dann vielleicht irgendwie 3 Kronen-Siege zu machen oder sonst was. Also, es geht nicht darum, irgendwelche Leute wegzubashen, sondern ich möchte einfach mit Mythen so ein bisschen aufräumen, dass es sich wirklich im Gegenteil, dass es sich einfach gar nicht lohnt, sich droppen zu lassen. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum ersten Mythos. Und zwar hatte ich gestern ein Turnier gehabt gegen Mr. Angezockt, Team Robbe gegen Mr. Angezockt, und mir fehlte persönlich der Prinz. Ich habe ihn immer noch nicht. Ich habe den Prinzen immer noch nicht, obwohl es ihn schon im Ausbildungslager gibt. Und da habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn man sich einfach droppen lässt bis ganz unten, und hier gibt es ja nur 4 Epics. Und da ist die Chance ja eigentlich viel höher, dass ich den Prinzen bekomme, als wenn ich hier ganz oben irgendwo bin, wo ich jede Menge verschiedener Epics bekommen kann. Und das mit diesem Mythos möchte ich heute mal ein bisschen aufräumen. Stimmt das wirklich, dass wir hier unten nur diese 4 Epics bekommen können, obwohl wir schon in höheren Arenen waren? Und dazu würde ich sagen, wir machen dazu jetzt einen Fight, aber... Und in die Kiste, die ich dann bekommen werde, werde ich direkt öffnen mit Gems. Und dann werden wir ja sehen. Aber in diesem Fight möchte ich noch gerne was anderes ausprobieren. Und zwar, ob es möglich ist, das mittlere Town Center oder die Bastion oder Garnison, wie heißt dieses mittlere, dieses Town Center eigentlich? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es nennen würdet. Vielleicht hat, glaubt Supercell hat da bestimmt schon einen Namen für. Ich nenne es jetzt mal Bastion oder Garnison oder so. Ob es möglich ist, diese Garnison direkt zu zerstören, ohne dass ich die beiden Tower links und rechts zerstört habe. Und dazu wähle ich einfach mal ein Deck, womit mir pur auf dieses Stadtzentrum oder wie auch immer das Teil heißen mag. Vielleicht heißt es ja auch Rathaus, so wie in Clash of Clans. Deswegen müsste ich dazu erstmal, ja, was wähle ich dazu? Ich glaube, ich nehme mal den Wutzauber zusammen mit der Fassrolle. Klingt ganz gut erstmal. Dazu nehme ich noch den Feuerball, aber mal vielleicht so ein bisschen Schaden drauf zu machen. Dann könnte ich, ja, was macht noch Schaden? Macht Gift eigentlich, müsste ja auch Schaden drauf machen. Ich probiere es ganz einfach mal aus. Ich muss natürlich vielleicht auch ein bisschen werfen. Die Gegner sind zwar nicht stark, aber ich will ja nicht natürlich direkt verlieren. So, das nochmal drauf. Vielleicht nochmal diese Rakete hier. Die könnte ich eigentlich auch nochmal draufhauen. Zum Verteidigen nehme ich einfach nochmal. Ach komm, den Fall, den kann ich auch nochmal nehmen. Und vielleicht noch irgendwas Starkes zum Verteidigen. Gewitsch ist eigentlich immer recht gut zum Verteidigen. Ach komm, ich nehme einfach nochmal so einen Zauber rein. So, ich habe also die Kobolde, die Schaden drauf machen. Und die ganzen Zauber, die noch Schaden drauf machen. Mal sehen, ob es funktioniert. Also. Klären wir auf. Mythos Nummer 1. Kann man das mittlere. Den mittleren Turm, wann ist das schwer, wenn man kein richtiges Wort dafür hat, kann man den mittleren Turm zerstören, obwohl man die beiden Tower links und rechts nicht zerstört hat. Und danach gehen wir auf jeden Fall auf den ersten Mythos drauf ein, den ich euch davor erklärt habe. Ah, okay, probieren wir das Ganze erstmal. So, vielleicht das letzte Koboldfass mit drauf und schauen, ob es funktioniert. 258, 18 und es funktioniert tatsächlich, also man kann auch direkt aufs Crown Center, vielleicht heißt es wirklich Crown Center, vielleicht kann man auch direkt aufs Crown Center drauf gehen und dadurch gewinnen. Okay, Mythos Nummer 1 hat sich also bestätigt, es funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die Silbertruhe bekommen und jetzt bin ich sehr gespannt, was in dieser Silbertruhe drin sein wird. Und danach möchte ich gerne mit dem nächsten Mythos starten, also Arena 2, schauen wir nochmal rein. Wir können jetzt diese Karten theoretisch bekommen und die Karten und diese Karten. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal auf, alles, wenn wir jetzt Karten bekommen, die es darüber gibt, also hier zum Beispiel dieses Fragezeichen, ich habe diese Karte schon, steht trotzdem noch das Fragezeichen drin. Gucken wir mal, ich öffne erstmal und dann schauen wir mal. So, was haben wir hier? Gold, ganz klar, das geht. Bogenschützen gehen auch. Und Pfeile gehen auch. Super, da war jetzt nicht so viel drin, dass ich sagen könnte, okay, die Karten gibt es hier zumindest alle. Vielleicht müssen wir... Wie räumen wir hier mit dem Mythos jetzt auf? Ich probiere es gleich einfach nochmal. Zur Not kaufe ich mir einfach hier eine Riesentruhe gleich. Mal sehen, ich will das unbedingt wissen, ob es funktioniert. Kommen wir zum nächsten Mythos. Und die Truhe unten links, die ihr da seht, die habe ich bekommen, als ich so 1600 Pokale hatte. Und manche haben gesagt, wenn du diese Tour bei 1600 Pokalen bekommst, sind dann auch entsprechend die Karten drin, die du da oben bekommen kannst. Wenn ich jetzt also weiter runter droppe, ist diese Truhe trotzdem immer noch eine 1700 Pokale Truhe. Und das möchte ich jetzt mal gucken, ob das wirklich stimmt. Deswegen werde ich jetzt mal öffnen. So, wieder Gold drin.
Musketier drin. Dann gucken wir gleich mal, wo es den gibt. Und der Minenwerfer ist drin. Den Minenwerfer gibt es auf keinen Fall auf meinem Level. Das heißt, okay, diese Truhe, das stimmt auf jeden Fall. Zumindest bekomme ich aus dieser Truhe Karten, die ich oben weiter auch habe, beziehungsweise wo ich diese Truhe gewonnen habe, davon kriege ich auch die Karten. Weil der Minenwerfer, den gibt es, glaube ich, erst, das müsste bei 1700 oder so sein. Da ist der Minenwerfer Arena 6 und da habe ich mir die Truhe geholt. Also das stimmt auf jeden Fall. So, jetzt möchte ich aber noch gerne wissen, ob das wirklich stimmt, wenn ich mir jetzt eine Truhe kaufe oder jetzt eine Truhe bekomme, ob ich wirklich nur die Karten bekomme, die hier drin stehen. Oder ob ich vielleicht sogar noch die Karten bekomme, die ich mir damals schon freigeschaltet habe. Deswegen würde ich sagen, hole ich mir jetzt einfach mal eben eine Truhe. Okay, bisschen Kohle ausgeben musste jetzt sein dafür. Ich würde sagen, wir holen uns gleich eine Magietruhe, weil da sind die Chancen einfach höher, dass wir vielleicht auch die epische Seltene bekommen und die 41 Karten. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt Karten bekomme, die ich vorher schon freigeschaltet habe, damit sich dieses Droppen lassen nicht lohnt einfach. Ich will euch zeigen, dass es wirklich scheiße ist, sich droppen zu lassen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Also Magietruhe, würde ich sagen, geht jetzt rein und schau mal, ich bin jetzt sehr gespannt, was da drin ist. Gold, okay. Pfeile kriegen wir auch hier unten. Lakaien kriegen wir auch hier unten. Speckkobolde auch. Valkyrie, da müssen wir dann mal gucken, wo es die zu holen gibt. Mini-Packer gibt es, glaube ich, auch hier unten. Und Riesenskelett. Und Blitz. Oh, nice. Blitz habe ich noch gar nicht. Von daher, coole Sache. Aber lass uns mal reinschauen. So, wo gibt es die Valkyrie? Die Valkyrie gibt es hier auch schon. Ich hab nur die Karten bekommen, die wirklich hier unten drin stehen momentan. War das jetzt Zufall oder war es kein Zufall? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich will es nochmal ausprobieren. Diesmal mit einer normalen Riesentruhe. Okay, hoffen wir jetzt, dass irgendwas von oben weiterkommt. Skelette gibt es hier unten, glaube ich, auch. Valkyrie gibt es hier auch. Pfeile gibt es hier auch. Das gibt's ja nicht. Gib mir doch irgendwas, was oben ist. Oder funktioniert das wirklich nicht? Okay, machen wir noch eine Riesentruhe auf. Jetzt reicht es aber auch gleich. Ich will nicht so viel Kohle ausgeben. 10 Musketiere. Ein Baby Dragon gibt es hier. Den gibt es aber unten weiter auch. Ein Sperrkobold auch. Also, ich will jetzt nicht wirklich noch mehr ausgeben. Aber ich habe zumindest jetzt nur... Wo gibt es den Baby Dragon? Wo gibt es den Baby Dragon? Baby Dragon? Hier gibt es den Baby Dragon. Also, ich habe bis jetzt nur Karten bekommen, die ich wirklich hier unten bekommen sollte. Ist das wirklich so? Schreibt es in die Kommentare, ob das so ist, weil das fände ich ein bisschen schade eigentlich. Ich würde sagen, ich mache noch mal kurz einen Fight, hol mir noch mal eine Truhe und die werden wir dann direkt öffnen und gucken, ob es dann auch so ist. So, kurzen Sieg reingeholt, ja, und ein bisschen Glück gehabt. Direkt eine Riesentruhe kassiert. 72 kostet die mir hier zum Öffnen. Ja, aber ich will es jetzt wissen. Bekomme ich wirklich nur die Karten, die ich hier unten bekommen sollte? Oder bekomme ich auch Karten, die ich schon vorher bekommen konnte? 800 da nochmal. Wie der Sperrkobolde bekomme ich auch hier unten. Musketiere ebenfalls und Skelette auch. Also, da hat sich bei mir jetzt nicht bestätigt, dass ich auch Karten bekommen kann, die ich vorher schon bekommen konnte, wie zum Beispiel aus Arena 3, aus Arena 4, aus Arena 5. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Lass uns die Mythen nochmal kurz zusammenfassen. Also es ist auf jeden Fall möglich, das Town Center direkt zu zerstören, ohne die Tower links und rechts. Das habe ich euch gezeigt. Zudem gibt die Truhe, die wir in einer gewissen Arena-Stufe erfarmt haben, erkämpft haben, die bleibt immer in dieser gewissen Arena-Stufe erhalten, beziehungsweise der Wert da drin bleibt immer erhalten, egal ob ihr dann runterfallt oder höher geht, wie auch immer. Diese Truhe, die ihr da bekommt habt, zum Beispiel jetzt hier in Arena 2, wenn ich hier eine Truhe bekomme, die enthält immer Karten der Stufe Arena 2. Das haben wir gerade gesehen, weil ich hatte gerade den Mörser bekommen, obwohl ich in Arena 2 war und den Mörser gibt es in Arena 6. Was ich jetzt noch nicht aufklären konnte, ist, wenn ich in Arena 2 eine Truhe bekomme, und ich war vorher schon in Arena 4, 5 und 6, bekomme ich dann wirklich nur Karten von Arena 2 und niedriger oder auch schon Karten, die ich in Arena 3, 4, 5, 6 damals auch schon bekommen konnte. Das konnte ich jetzt nicht aufklären. So wie es bei mir aussah, bekomme ich wirklich immer nur Karten aus der aktuellen Arena-Stufe oder niedriger. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil da hat sich eigentlich ein Mythos bestätigt, wo ich gehofft habe, das stimmt nicht. Denn ich hatte neulich gegen mein Turnier, gegen Mr. Angezockt, hatte ich vorhin auch schon gesagt, mir fehlte immer noch der Prinz. Und ich habe mich droppen lassen, damit ich diesen Prinzen jetzt unbedingt bekomme.
Droppen lassen ist aber scheiße, weil wir natürlich die gegen kleinere Gegner spielen und die sich immer tot ärgern, weil es einfach total unfair ist. Aber leider, Supercell, bitte programmiert das um, weil dann lohnt es sich ja sogar teilweise, zumindest wenn man eine einzige Karte haben möchte, zum Beispiel hier aus diesen Vieren, würde es sich ja fast sogar lohnen, droppen zu lassen, weil die Chance viel höher ist, jetzt den Prinzen für mich zu bekommen, als wenn ich oben irgendwo weiter bin, wo es zig verschiedene Epics gibt. Leider, wenn das bei mir gerade echt ein extremer Zufall war, dass ich aus den oberen Arenen keine Karte bekommen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ich möchte euch aber trotzdem nochmal sagen, dass sich wirklich dieses Droppenlassen nicht lohnt. Und ich habe das heute wirklich nur gemacht, um mit diesen Mythen ein bisschen aufzuklären, ein bisschen zu zeigen, stimmt das eine, stimmt das andere nicht. Aber ich möchte auch nochmal Nachteile erklären, warum das Droppenlassen sich nicht lohnt. Wenn ich mir hier in der Arena Stufe 2 natürlich jetzt eine Truhe kaufe oder ich bekomme eine Truhe, sind auch wesentlich weniger Karten drin. Hier jetzt momentan Riesentruhe Arena 2 sind 108 Karten drin. Wenn ich höher steige mit der Arena, sind viel mehr Karten drin. Ihr könnt ja bei euch mal reinschauen jetzt, wenn ihr Arena 3, 4, 5 seid. Da werdet ihr mehr Karten drin haben als 108. Von daher lohnt es sich auf keinen Fall, sich droppen zu lassen, weil man einfach weniger Karten bekommt. Zudem ist es ja auch so, hier oben gibt es ja eigentlich die interessanten Karten. Man möchte die Karten haben, die man noch nicht hat. Und hier oben wird es natürlich richtig interessant, wo man dann die ganzen, den Eismagier und sowas alles bekommt. Noch kurz ein Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wenn ihr euch droppen lässt, denkt bitte immer an eure Gegner. Ihr werdet die einfach so überrennen. Der Gegner wird sich ärgern, genauso wie ihr euch ärgert, wenn ihr gegen jemanden spielt, der vielleicht 2 Level höher ist als ihr oder der mega die ausgebauten Karten hat, weil er vielleicht, keine Ahnung, hunderte von Euro reingeschmissen hat. Ihr werdet euch auch immer ärgern. Deswegen seid nicht so, macht das nicht, lasst euch nicht droppen, seid fair, spielt fair. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte teilt das, dass keiner sich droppen lässt, weil das ist wirklich asozial. Also Fair Play steht im Vordergrund. Wir sollten alle unseren Spaß haben. Und ich danke euch fürs Zusehen. Lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, Freunde. Ciao.